So, dann herzlich willkommen zur Abendausgabe. Es ist 22:42 Uhr. Fangen wir mal mit dem Setup noch von letzten, ja, Freitag an. War noch gegen oder vor 14 Uhr wurde noch mal die Heidelberg Zement vorgestellt. 14 Uhr. Hier haben wir den 4-Stunden-Chart. Gehen wir in den 1-Stunden-Chart zurück. Schauen wir, wo die Aktie um 14 Uhr stand. Da stand die bei 42, bei 74 Euro, Entschuldigung. Naja, 74 Euro. Heute im Hoch schon über 76 Euro. Kann man sicherlich nicht meckern. Das passt und so war es ja auch frühzeitig alles wieder benannt worden. Dann schauen wir, was noch gab. Hier im DAX war ja ein Fehltrade zu verbuchen, den man aber unter der Prämisse, dass man das hätte nicht unbedingt traden sollen können, müssen, da ja die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht worden sind, lasse ich jetzt trotzdem den Negativ-Trade hier im Video so benannt oder bleibt er einfach. Ich will ja hier nicht alles schönreden. Wie gesagt, eine 100% Trefferquote gibt es nicht. Allerdings sind es zeitweise, ist man hier nahe dran. Denn hier im DAX würde zwar auf dieses Setup gesetzt, allerdings dann eben im kurzfristigen Setup hat man hier den Rücklauf exakt so benannt worden und hier sollte es dann aufwärts gehen. Nachbörslich hat sich hier der DAX kaum verändert. Also hier ist der Stopp sehr eng zu wählen. Dann sind hier noch mal 20 Punkte mal weg, aber das Risiko, dass es hier erstmal wirklich ein Gap Close gibt, ist natürlich gegeben oder groß, fällt er eben unter die 10.400 Punkte Marke. Also hier ist enger Stopp zu wählen. Zum herkommen, bevor man zu den Währungspaaren kommt. Wenn man hier den DAX Trade, sage ich mal, als Minus Trade aufnimmt, dann darf man hier natürlich den WTI Trade auch nicht vergessen. Hier ist der Ölpreis in dem Trendkanal gewesen, exakt hier unten abgeprallt und hier sogar bei 44 US-Dollar im Hoch wurde hier der Preis erreicht. Hier bei rund 43 würde es hier erwähnt. So, der DAX ist ja dann angekommen. Nichts weiteres, welches Setup hier noch sehr interessant sein dürfte. Aber da kommen morgen Zahlen anscheinend raus. Ist die Münchner Rück. Ist natürlich dann gefährlich. Einen Stopp habe ich jetzt hier auch gar nicht angegeben, weil das relativ kurzfristig habe ich hier das Setup gesehen. Wie gesagt, hier ist jetzt auch kein Stopp angegeben. Mal schauen, was sich so ergibt. Mögliche, ja, Bild könnte sich hier wie eine Allianz ergeben oder wie bei der Hannover Rück zu den Zahlen Abverkäufe und dann steigt er wieder an. Hier ist eben die Allianz. Eine Chartanalyse, die ich auf dem Gottmut, glaube ich, veröffentlicht habe. Hier die Stop-Buy-Marke ist nicht erreicht worden, die Tage vor den Zahlen. Hier habe ich dann heute ein neues Setup präsentiert, wo dann die Marke leicht nach oben gelegt worden ist. Hier ist zwar das Bild ein bisschen positiver, aber sowieso nach diesem Anstieg kann man nicht erwarten, dass es sowieso direkt durchgeht. Ein Rücklauf an die um 127,50 wäre denkbar oder dann hier. Das entscheidende Signal liegt eben höher. Jetzt haben wir hier den Rückblick hinter uns. Dann geben wir Gas. Gas hat auch der Hang Seng Index die letzten Tage auf das Parkett gelegt. Hier wurde das Verkaufslimit erreicht und damit 2000 Punkte Setup vollendet. Das kann man schon in die Rubrik. Ja, musste Trade aufnehmen. Jetzt,
um das noch hier kurz zu fassen, wer es noch nicht gehört hat. Der Hang Seng war ja jetzt der ständige Begleiter. Hier oben wird möglicherweise ein Hoch folgen und dann kann nochmal hier eine Korrekturbewegung stattfinden. Und hier wird dann nochmal ein Kauflimit aktiviert. Das zweite Verkaufslimit ist ja nicht erreicht worden. Aber hier ist man jetzt flat. Im Nikkei ist man noch nicht flat. Schauen wir mal, ob hier in der Indikation schon noch nicht, nee, nicht ganz. Wie gesagt, da ist 16.800, da fehlen noch 50 Punkte. Kann man einen Teilverkauf tätigen. Auch sonst läuft das Setup dann perfekt. Zum WTI hat man ja schon, das ist ja Pfund australische Dollar ist nicht ausgeführt worden. Hier war immer ein Long Setup seit hier gespielt worden, absolut kein Short Setup, also kein Abpraller mehr hier. Allerdings eben auch den Ausbruch nicht gehandelt und hier sieht es einfach ja, schön aus. Man muss jetzt hier mal schauen, ob die Bewegung fertig ist. Die scheint noch nicht fertig zu sein. Auf den ersten Blick sollte es hier jetzt größere Rücksätze geben. Dann muss man aber im Tageschart schauen. Dann kann man das sicherlich den Rücksetzer dann wieder long handeln. So, kommen wir kurz noch zum Gold und zum Silber. Hier Silber vom EMA 200 wieder hoch zum Unterkante Rainbow. Gold bleibt hier in dem nicht unbedingt ganz guten Kaufzone. Allerdings hier kann es eben sich auch hier oben fortsetzen, solange es hier kein neues Tief gibt. Und Euro US-Dollar, Euro japanischen Yen hat hier noch nicht ganz das Kursziel erreicht. Ich habe es ja hier dann nochmal größeren Artikel veröffentlicht am Morgen. Da stand schon das Paar eben deutlich höher. Da war eben auch der Pfeil direkt nach oben drinnen. Und ein anderes Kursziel lag dann hier oben. Ich werde es morgen dann austauschen. Genauso wie hier, direkter Move. Da wurde sogar, ich hoffe, dass ich es abgespeichert habe, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die beiden, doch, da habe ich es doch, dann kann ich sie gleich jetzt austauschen im Live-Video und sieht man, ob hier die erreicht worden ist, hier US-Dollar, japanischer Yen, wurde erreicht, jetzt dürfte ein Rücklauf stattfinden und hier war auch der direkte Pfeil dann angegeben. Hier ist es ein bisschen schwach, sozusagen der Euro. Mal schauen, soweit passt die Woche. Hat ja auch erst begonnen. Wenn es so weitergeht, dann kann man sicherlich nicht meckern. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend bzw. morgen einen erfolgreichen Handelstag. Bis dann.